Achtelfinale Niedersachsen-Pokal. 600 Zuschauer, gutes Fußballwetter, ein Highlight für die VW Leute. Gegner von der VW Leute war SSV Jeddelo, aufgestiegen in der Regionalliga. Der SSV Jeddelo wurde überzeugend Meister in der Oberliga Niedersachsen und hat sich verstärkt, denn sie wollen auch mitspielen, oben mitspielen in der Regionalliga. Für die VW Leute war es ein Highlight. Sie konnten nur gewinnen in diesem Spiel, denn der SSV Jeddelo war noch eine Nummer größer als TuS Bersenbrück. Und von dieser Mannschaft hatte man gewonnen. Das war eine große Leistung. Dieses Spiel war nur die Sahne auf den Kuchen. Und dass Jeddelo von einer anderen Größe war, das merkte man innerhalb einer Minute. VW Leute bekommt den Ball nicht weg. Marcel Gottschling, Nils Labs, früherer Spieler von VfB Oldenburg, Florian Stütz, Kevin Samide, Ball kommt zu Marcel Gottschling und es steht 0:1. Es war gerade eine Minute gespielt. Und da hatte man bei der VW bestimmt nicht mit gerechnet. 20, 25 Minuten hatte der VW Leute es sehr schwer, um sich zurechtzufinden. Das Tempo und Handlungsschnelligkeit war zu hoch für einen Landesligisten. Der Italiener Alessandro Ficarra hat auch unter anderem für den VfB Oldenburg gekickt. Nach einiger Zeit fand der VW Leute sich etwas zurecht und dachte auch an Angreifen. Christopher Koch, Schuss kein Problem für Marco Maas. Dann sind wir in der 20. Minute, Einwurf Jeddelo. Ball wird verteidigt, kommt für die Füße von Kevin Samide und der holt aus 0:2. Und kurz auf Alessandro Ficarra, Vorlage und fast das 0:3. Kevin Samide. Sehr schön gespielt auf Marcel Gottschling. Dennis Engel spielt sich frei. Pfostenschuss. Dann Florian Mitzlaff. Stefan Stuckenburg. Der Ball kommt für die Füße von Lierdon Stubbela, versucht es am Tor vorbei. Dann wieder der SSV Jeddelo, Marcel Gottschling. Der spielt auf Alessandro Ficarra. Vorlage und der brauchte man eigentlich nur reinzupusten. Aber es blieb 0:2. Marcel Hesselmann auf Süleman oder Basi. Nico Emig dreht sich sehr gut weg und erste Großchance für VW Leute. Und Süleman oder Basi kommt nicht an den Ball. Das war ein Chance für der VW, der erste. Dann hatte der VW Leute viele Spieler vor dem Ball, also konnte Jeddelo gut umschalten und bekam gleich eine Chance, auch nicht verwertet. Kevin Samide auf Marcel Gottschling, der wandelt den Ball verkehrt. Marcel Hesselmann. Christopher Koch. Dieter anstürmende Süleman Odabasi. Christopher Koch. Nico Emig. Und 11 Meter. Ich meine, schwer gestraft. Doch ich weiß nicht, kann man nicht sehen, ob der Torwart Nico Emig berührt hat. Aber gut, er gibt 11 Meter. Chance zum Anschlusstreffer. Dennis Jex wird ausführen. Marco Maas im Tor, geht in die falsche Ecke, doch sein Bein. Es bleibt 0:2 und dann, Achtung, Nico Emig.
ungestümt rein. Und was macht der Betreuer? Kopfstoß. Nico Emig ging da ungestümt, ein bisschen Frust rein. War nicht so ganz schlimm, wie es aussah. Doch was dann passierte, ein Kopfstoß von einer der Betreuer des SSV Jeddelo. Wir sehen das nochmal in Wiederholung, in Zeitlupe, was alles geschah. Das Foulspiel war nicht rechtgemäß, doch ein Kopfstoß hört nicht auf dem Fußballplatz. Der Schiedsrichter Joost Tinken aus Nordhorn löste das gut. Gelb für Nico Emig, zu Recht und sicherlich zu Recht Platzverweis für den Betreuer. Und dann wurde endlich weiter Fußball gespielt. Es wurde etwas ruppiger, Foulspiel an Süleyman Odubasi, Freistoß VfL Leute. Schöner Feierabend, kurz abgespielt auf Dennis Jeks und er spielt wieder auf Christopher Cook. Vorlage, aber er geht ins Tor. Ich meine, es war als Vorlage gemeint, trotzdem Anschlusstreffer, kurz vor der Halbzeit 1:2. Dann die zweite Halbzeit, Ecke Jeddelo. Schuss Anton Stach. Vielleicht war nicht dran. Ihre Latte über das Tor. Glück für die VfL Leute. Dann der VfL Einwurf, Dennis Jeks. Schwach verteidigt. Nico Emig bekommt die Schuss. Der Ball wollte nicht rein. Es bleibt 2:1 für Jeddelo. Dann Florian Mitzlaff. Carlis Blendiskes, Ecke. Okay, von Stuckeborg, guter Versuch. Doch, der Ball geht übers Tor. Der VfL spielt in der ersten 10 Minuten zweiter Halbzeit mit. Doch dann Fehler, Abspielfehler und das 1:3, schön gemacht von Marcel Gottschling. Kurz darauf, wieder Ballverlust im Mittelfeld. Und dann sind die schnellen Jungs von Jeddelo da. Marcel Gottschling auf Kevin Samide. Und das war's dann 1:4. Das Spiel war gelaufen, als wusste der VfL heute. Doch sie spielten um die Ehre und bekamen eine Chance. Christopher Cook und Süleyman Odubasi spielt recht auf Marco Maas. Dann ging der Ball wieder Richtung Eutestor. Alessandro Ficarra, viel zu schnell für die Eutes Abwehr, doch Willi Heise rettet da. Nächster Angriff und Chance für Jeddelo. Schuss Alessandro Ficarra, sicher gehalten Willi Heise. Dann der eingewechselte Derek Ampofo auf Alessandro Ficarra. Derek Ampofo bekommt den Ball zurück, aber nicht im Tor. Christopher Cook.
Markus Golz. Ein Wurf heute und das Spiel ist vorbei. 600 Zuschauer sahen ein, vor allem von SSSV Jeddelo, ein sehr gutes Spiel. Doch der VfL heute braucht sich nicht zu schämen, haben ihre Haut so teuer wie möglich verkauft. Es war ein Tüpfchen Sahne auf ein Kuchen, die Niedersachsen-Pokal heißt. Am Samstag geht's weiter, Bezirkspokal bei SFN Vechta. Da sind wir auch dabei. Ich sage Tschüss, bis dann.